Hey Leute, wie geht's, wie steht's? Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und weiter geht's hier mit Marvel Spider-Man und unserem schönen Let's Play dazu. Und in der letzten Folge haben wir hier oben auf dem Dach aufgehört. Als müsste er natürlich wieder dazwischen quatschen. Früher dachte ich, dass sie übertreiben, wie gefährdet unsere Stadt ist. Aber nach dem Bombenattentat im Rathaus muss ich zugeben, sie hatten recht. Das höre ich in letzter Zeit oft. Man gratuliert mir. Aber ich will keine Gratulation. Ich hätte mich sehr gerne geirrt. Noch lieber wäre ich in einer Position gewesen, in der man auf mich gehört hätte und hätte gehandelt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man jetzt auf mich hört. Also müssen besorgte Bürger wie Sie und ich uns Gehör verschaffen. Stehen Sie auf! Holen Sie sich Ihre Stadt zurück! Nur so können wir uns sicher sein, dass es Gerechtigkeit geben wird. Und indem Sie mir jeden Tag zuhören! Amen. So. Wo haben wir denn stehen geblieben? Und zwar werden wir ja jetzt mit MJ essen. Wir werden jetzt was Leckeres köcheln, ne? Und dann vielleicht, wir gucken mal. Aber erstmal umziehen. Herein. Hallo. Peter! Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Die Adresse, die du mir gegeben hast? Ich war da. MJ. Ich weiß. Warte. Was ist das? Hör nur zu. Früher am Tag. Schauen wir mal. Das ist die richtige Adresse. Die Männer sind alle bewaffnet. Was ist das hier? Ah, wir müssen jetzt wieder anscheinend als MJ ein bisschen umher. Dieses Büro. Spazieren. Vielleicht gibt's da eine Verbindung zu Lee. Ich muss da hinten hin. Hä? Was war das? Welcher Trottel räumt sein Zeug nicht weg? Garantiert happy. Manche Dinge können nach links oder rechts geschoben werden, um Feinde dorthin zu locken. Ich muss diesen Kerl da weglocken. Bezahlt Martin Lee wirklich den Boss? Ja. Wir bauen die Bestie für Lee und Lee finanziert dafür den Boss. Win-win. Misch mal besser die Schlacke von der schlampigen Schweißnaht. Wenn der Boss das sieht, ist hey, er sauer. Der Boss will mit dir reden. Geh rein! Ich muss in dieses Büro. Was macht denn der Boss mit dem Geld aus diesem Lee-Job? Was bauen die hier nur? All die Kohle fließt direkt in Grabesstaub. Schon mal probiert? Nur Proben. Der Boss arbeitet noch am Prozess. Aber Mann, das haut rein. Ja, nicht in Kisten oder Glasscherben treten. Das erweckt alles Aufmerksamkeit. Wir müssen hier leise umher. Was ist denn da drüben los? Wollen wir das rein? Spazieren. Oh, jetzt sind hier natürlich auch die Kisten. MJ, zieh einen Arsch ein. Welches Fahrzeug braucht so große Reifen? Ehrlich mal, was ist das für ein Riesenteil, was du hier bastelst? Ich hab das Ding noch hier gelassen. Hey, jemand einen 316er Steckschlüssel gesehen? Nee, Mann. Will ich mir das rein? Was zur Hölle war das? Hey. Ja, Scheiße, wie kommt man denn? Komm ich denn hier durch? Hey, wer ist da? Scheiße. Eine Art militärische Ausrüstung? Ach du Kacke, war das knapp. Ey, ey, du Typ, hau mal ab, verpiss dich. Ab, nur weiter. Ey. Das Büro muss rechts von mir sein. Schön vorsichtig jetzt. Hey, warum will der Boss um jeden Preis GPS-Peilsender an allem befestigen? Handelsgeheimnisse. Er will nicht, dass jemand etwas von Grabesstaub erfährt. Guck mal nach. Trotzdem, paranoid. Wer hat dich gefragt? An die Arbeit. Aha. Ab, verschwinde. Holen wir noch mehr Vorräte ab? Verdammt. Erst die Verpackungen entsorgen. Wir sollen sie bis nächste Woche in einen... Du hast gar nichts gesehen, Junge. Beruhig dich. Grabesstaub läuft wohl eher unter der Theke.
unter der Theke. So, Luft dort aber mal bitte weiter. Unter den ersten paar Schichten. Jawohl, danke. Vielen Dank. Hinten hockt doch einer. Die Fässer sehen wichtig aus. Alchemax. Alchemax. Was ist da drin? Karte und was? Lee merkt das nie. Oha. Tombstone. Hostile Outbreak. Merkt er nicht? Weil's nicht da ist. Gott verdammt! Ich sag doch, ich bring's in Ordnung! Du hast echt Eier, Rick. Mal sehen, wie hart die sind. Nein, nein! Wie überaus enttäuschend. Ich brauche einen neuen Schweißer. Oha. Der Alte hat den Kopf verloren, glaube ich. Ich kann jetzt nicht umkehren. Ich muss in dieses Büro. Boah, dann müssen wir halt erstmal an Tombstone vorbei. Irgendwie. Jetzt komm schon. Alles in Ordnung? Ich werde das ein. Das Tombstone selber. Geschafft. Mist. Ich bin paranoid. Entwürfe. Den Transportwagen. Das bauen sie also für Lee. Aber ein ganz schön riesiger Transportwagen. Einen Panzerwagen? In diesem Büro muss doch noch irgendwas sein. Und los geht's. GPS-Peilsender. Wozu braucht Tombstone die wohl? Okay, Jungs. Wir rücken aus. Holt das Zeug aus meinem Büro. Zeit zu gehen. Okay, ich möchte sagen, tu das nie wieder, aber da du ohnehin nicht auf mich hörst... Hier. Die sind fürs nächste Mal. Klasse. Danke. Du weißt, dass Tombstone verrückt und quasi unbesiegbar ist, richtig? Jeder hat einen schwachen Punkt. Meiner ist... Was auch immer du da gerade kochst. Es riecht köstlich. Hähnchencurry, es muss noch köcheln. Keine Knödel, hoffe ich. Darüber wirst du nie Gras wachsen lassen, oder? Nein. Die große Knödelkatastrophe. Krass, dass sie das ganze Haus evakuiert haben. Ich weiß, und das im Januar. Deine Nachbarn hassten mich. Unsere Trennung hat sie ziemlich gefreut. Ja. Also, reden wir über deinen Fund in Lees Büro. Tja, Lee hat ein Problem mit Norman Osborn. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Aber sein nächster Schritt beinhaltet den Teufelsatem, was immer das ist. Ja. Ich werde recherchieren. Also, ich dachte... Wie wär's? Wir als Team? Du als meine Gehilfin? Wie Spider-Girl? Spider-Woman. Nein. Woman. Kein Sidekick. Als Partnerin. Oh... Oh nein, nicht schon wieder! Hey, dein Verbrechensystem-Dings. Es gibt da einen Wohnungseinbruch. Charles Standish. Kommt mir bekannt vor. Oh, Oscorps Finanzchef. Oh. Warte. Glaubst du, dass das etwas mit Lee zu tun hat? Wer weiß. Sorry, dass ich dich sitzen lasse. Hast du deine Klamotten einfach auf dem Küchenboden gelassen? Äh.
Wo soll ich sie denn... Die Couch wäre okay. Dann sehen wir uns später? Ja. Ciao, ciao. So richtig zum Essen sind wir noch nicht gekommen mit MJ. Aber hey, ich das wird, denke ich, ne? Das Curry ist gut. Was wissen wir über Charles Standish? Okay, sie lässt es schmecken. Finanzvorstand bei Oscorp. Bereits seit 20 Jahren im Unternehmen. Single. Bekannt für seine Kunstsammlung. Und wenn er in diesem Gebäude ein Penthouse besitzt, muss er super reich sein. Wenn Lee hinter ihm her ist, dann wegen des Teufelsatems. Okay, ich werde die Akte durchsuchen. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Ich glaube, Lee könnte etwas noch Schlimmeres als beim Rathaus planen. Also, sind wir jetzt Partner? Fühlt sich zumindest so an. Partner? Klingt gut. Okay. Und dann schauen wir mal, was die hier vorhaben. Was die hier stibitzen wollen. Okay, Schüsse. Oha. Wir müssen bestimmt gleich wieder ordentlich kämpfen und... Okay, Polizei ist schon da. Die Polizei sieht aus, als könnte sie Hilfe brauchen. Sieht wirklich so aus. Noch eine mit und bam, gegen die Wand genagelt. So. Du bleibst da stecken, mein Freund. Das sieht ja ganz gut aus. Das lief. Ich würde mal hier das Tor öffnen. Sie sind verletzt. Security ich bin okay, aber du musst Standish finden. Schnell. Die Typen mit den Masken haben ihn entführt und in seine Wohnung verschleppt. Oh. Er wohnt im Penthouse, oberster Stock. Okay, warten Sie hier. Gut, dass ihr da seid. Mein Auto ist weg. Ich bin sicher, dass ich hier geparkt hatte. Standish! Wow, wow, wow! Wo ist der nächste? Ach, da kommen ja noch mehr. So, the next one, please. Ach, so ein Vetter noch mit. Das kann hey, ja nicht sein. Ihr arbeitet auch hier? Die Parkplätze werden aber echt gut kontrolliert. Whoa.
Biggie. So. Next one. Guter Kampf. Der Wille war da. Das stimmt allerdings. Aufzug geht nicht. Sie wissen, dass ich hier bin. Vielleicht kann ich den Aufzugsschacht hochkrabbeln. Natürlich kannst du das bei dir, wenn nicht du, wer sonst? Von hier aus müsste ich eigentlich ins Penthouse kommen. Jetzt hätte ich's geahnt. Gib mir, Woody. Ich glaube. Hey. Okay, fast geschafft. Aus dem Licht bleiben. Was aus dem Licht bleiben? Ah, da ist hier ein Fahrstuhl drin, alles klar. Ich nehme euch alle mit, Freunde. Oh, fuck. Was ist hier los? Warum kommt denn da auf einmal runter? Shit. Vorsichtig. Da waren ja drüben noch mehr, die habe ich ja gar nicht gesehen auf der anderen Seite. Dass da noch viel mehr waren. Hohes Gebäude. Ja, Mann. Was ist denn jetzt hier? Im Erdbewegung. Wirklich Brandbomben, Freunde? Scheiße. Wirklich Brandbomben, Freunde. Mach rein, Spidey. Schnell. So. Ha, wir sind ganz oben. Das ist Standish. Okay. Und jetzt? Geben Sie Ihr Passwort ein. Er klingt nervös. Vielleicht sollte ich ihn ausschalten. Schlaf, mein Freund. Schlaf. Warte, jetzt schon mal ruhig. Aua. Einheit-Danwei, 检查通讯。 谁去干二号？去完状况，这就去。他会奖赏我们。嗯哼哼哼。这就是侠，要他保持。Wo kam denn jetzt hier noch einer? Da hinten kommt noch einer hoch. Alles klar.
wir tackern die einfach alle überall ran. Zack. Wie sich alle wundern. Was klebt da hier dran? Das war eine Scheiße, was klebt da hier so dran? Warum legt sich gleich. Oh scheiße, ich bin der. Keine Aufprallnetze mehr. Na, muss ich halt so hochziehen, mein Freund. Ja, komm. Oh mein Guter. Ja. Dippe, 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 dab, dippe, dab. Was haben wir denn noch so schönes? Elektronetz? Ja, komm, wir nehmen einfach Netzschießer wieder. Da können wir die zur Not auch an der Wand tackern. Das geht auch. So, mein Freund. Jetzt mal auf. Guck, da ist was. Da war doch nur ein Typ. Ach, so ein Dicker dort hinten bestimmt. Oder? Ah ja, so ein Dicker ist dort noch. Hm. Dicker, wie machen wir jetzt den Dicken da hinten weg? Bin ich gerade nirgendwo hoch irgendwie. Na komm, mein Freund. So, und jetzt holen wir uns den Dicken ganz einfach dort. Kann man den Dicken hier auch hochziehen? Uiuiui, ui, oh, das ist aber ein ganz schöner Brocken, du. Da müssen wir nur Bizeps anstrengen, um den hochzuziehen. So, ich würde denken, da haben wir doch geschafft. Hoffentlich geht es Standish gut. Hi, Standish. Was? Oh, nicht schon wieder einer so mit so einem Schwert hier. Scheiße. Seid ihr noch einmal hergekommen? Zack. Versuchen wir es nochmal. Noch jemand zur Probe? Hallo, Standish. Hinter was waren die her? Nur Finanzunterlagen. Über den Teufelsatem? Woher weißt du davon? Warum wollen die das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Mr. Osborne hat da jahrelang Geld hineingesteckt, aber das ganze Projekt ist geheim. Ich bin der Einzige, der Unterlagen darüber besitzt. Nicht mehr. Die haben etwas auf einen gesicherten Server kopiert. Gehaltsinformationen eines Dr. Isaac Delaney. Wer ist das? Ich weiß es wirklich nicht. Runter! Scheiße! Los, los! Halt, der Aufzug ist... Defekt. Bin gleich da! Oh... Fast erwischt! Versuchen Sie langsamer zu fallen! Das war gut gesagt bei dir. Ja, ich hab dich! Standish! Alles okay? Ja, ich glaub schon.
Gut, gut. Naja, für einen Aufzugsschacht ist es ja doch ganz hübsch. Hey, Yuri. Alles okay? Ja, aber ich habe nicht viel aus Standish rausgekriegt, bevor diese Sable-Typen mich weggeschickt haben. Was läuft da? Ich glaube, sie wollen dafür sorgen, dass er den Mund hält. Weil er etwas über den Teufelsatem weiß. Genau. Was auch immer das ist. Ich arbeite dran und habe schon eine Spur. Eine Spur? Du hörst dich an wie ein Polizist. Du meinst... Spider-Corp. Yuri? Das ist nur fair. Spider-Corp ist back, Freunde. Hey. Peter, was ist mit Standish? Er ist in Sicherheit. Okay, gut. Und die Dämonen? Sie haben einen Namen gesucht. Hast du was zum Schreiben? Ja, los. Dr. Isaac Delaney. Okay, wer ist das? Was ist Gute mit Frage. Ihm? Ich hatte gehofft, du wüsstest es. Ich bin dran. Gib mir nur ein... Ach, bevor ich's vergesse. Du hast diesen Tracker von Tombstone bei mir vergessen. Ich bringe ihn zu Dr. Octavius' Labor und sage dir, was ich über Delaney habe. Okay. Okay, wir müssen ja anscheinend erstmal wieder noch ein paar Verbrechen bekämpfen. Können wir uns ja gleich mal hier einmischen. Sind sie denn hier alle die bösen Bubatze? Die Dämonen zetteln einen Krieg in der Stadt an. Kommt schon, ihr macht den Tauben Angst! Hi, Freunde! Oh, shit! Wir haben zu klein gedacht, Peter. Warum fehlende Gliedmaßen durch Kopien ersetzen, wenn wir die verbessern können? Wer einen Arm verloren hat, will ihn natürlich zurück. Aber wir können etwas Besseres finden. Der menschliche Körper muss nicht unser Standard sein. Wir können darüber hinausgehen. Denken Sie. Ach, das ist so nah irgendwo jemand. Doc reibt sich wirklich auf. Hoffentlich überanstrengt er sich nicht. So, Freunde, könnt die Party einstellen hier. Hui! Das war super. Hey, hast du Zeit, etwas für mich zu überprüfen? Nein, klar. Aber wenn du nicht fragst... Uns wurde eine verdächtige Kiste auf einem Dach in Hell's Kitchen gemeldet. Ich könnte das Bombenkommando rufen, aber wenn das nur ein Schulprojekt von ein paar Kids ist... Ja, ich weiß. Budgetkürzungen, bla bla bla. Also... Kannst du bitte mal nachsehen? Da war ja das Zauberwort. Ich hoffe, es ist irgendein Schulprojekt. Mann, ich vermisse das. Schulprojekte sind so viel einfacher als echte Projekte. Ja. Aber irgendwann hat auch mal die Schule ein Ende, nicht wahr? So, wo ist denn das Dach? Wir verfolgen ein Laster, in dem wohl eine Bombe ist. Benötigen Officer vor Ort in Rosedale. Ich hab grad gar keine Zeit, Freunde. Ich muss hier auf dieses Dach hoch. Sieht militärisch aus. Das sieht nicht nach einem Schulprojekt aus. Spider-Man, du hast einen Aufklärungspunkt gefunden. Wer ist da? Falsche Frage. Die richtige lautet, kannst du meine Bomben entschärfen? Der rätselhafte Mann hat in der ganzen Stadt Aufklärungspunkte verteilt. Noch mehr zu tun! Freunde! Also, Leute, was soll ich hier noch machen? Die Liste wird ja immer länger. Es ist ja... Heilandsack. Es wird eine endlos lange Liste hier, was man hier zu tun hat. Dieser Computer zeigt Bomben im gesamten Viertel. Und sie gehen gleich hoch. Beeilung jetzt! Okay. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ach du Scheiße. Bomben entschärfen sich nicht von selbst.
laut, aber harmlos. Wo ist die letzte Bombe? Ah nein, ich bin ins Wasser gefallen. Ah nein! Ah, Spidey, Mensch. Ach Mensch, du Tollpatsch. Nein! Jetzt... Oh. Hätte besser sein können. Ich wollte gerade sagen, das hätte wirklich besser sein können, wenn du mal nicht andauernd hier ins Wasser gefallen wärst. Oh, meine Güte. Na gut. Wir haben die Stufe erstaunlich. Ist Bronze, ist okay. Gute Arbeit mit den Bomben, aber nicht beim Werfen. Du wirfst zu ungenau. Ist das irgendein krankes Spiel für dich? Spiele sind für Kinder. Ich bin Profi und werde auch so bezahlt. Dann verschwendet dein Kunde sein Geld. Manchmal sind Informationen mehr wert als Geld. Und ich habe viel von dir erfahren. MJ, was hast du über Isaac Delaney rausgefunden? Sieh dir das Bild an, das ich geschickt habe. Welcher ist Delaney? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du zur Party, um es herauszufinden. Wie gut, dass ich schon ein Kostüm habe. Okay, Freunde, das war die Folge Spider-Man für heute. Wer ist der Unbekannte, der hier in der ganzen Stadt Bomben verteilt? Das ist die einzige Frage, die ich mich jetzt stelle. Wir müssen jetzt auf einen Kostümball gehen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Pff, also es nimmt ja nach Ausmaß an. Also ja, als Superheld hat man echt dauerhaft zu. Ich denke, wenn die Hauptmission abgeschlossen ist, sitzt man ja noch... Also da ist noch lange nicht Urlaub für Spidey, ne? Aber das machen wir alles dann in der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt ein cooles Kommentar drunter und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao.